Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2, Episode 2. Ja, die Zombies sind hier verbrannt und wir gucken mal, was da ist, wo die herkommen. Ah, das macht diese Geräusche, okay. Er brauchte tatsächlich 4 Schüsse aus der Schrotflinte. Und dann können wir hier die Tür einfach aufmachen. Wusste ich doch, dass da noch einer aufsteht. Und dann stehen die anderen auch auf. Dann halt so. Also, und hier fallen die Kisten runter. Ja, wird wohl gerade ausgemistet, würde ich sagen. Nun gut, das soll uns nicht. Naja, der Grund ist, dass da ein Zombie drin ist. Nun gut. Drin war. Eben bin ich in der Tür hängen geblieben, da habe ich echt gedacht, ich werde jetzt von der Granate in die Luft gejagt. Ja, verwechselt mich bloß nicht mit einem Zombie. Durable. Oh, da war ich noch zu nah. Da war meine Deckung zu gering. Okay, so, machen wir hier mal das Feuer aus. Und dann können wir gucken, was hier unten noch so auf uns wartet. Zum Beispiel ein Zombie, der meint, eine Kiste in eine Explosivfass nach uns werfen zu müssen. So. Ja, genau. Spring nicht noch in die Luft, nachdem du tot bist. So. Ah ja. Sehr schön. Die mag ich ja. So. I need a clear shot, Gordon. Ja, das habe ich eben auch gedacht. Sie braucht ein Schussfeld, um die da drin ballern zu können. Jetzt müsstest du doch eigentlich hier. Draufballern können. Das war wohl kein Treffer. Ich muss nochmal zielen üben. Das war doch schon besser. Der da hinten will die Kisten auf mich werfen.
dann schon immer. Jeder da unten hat gleich mal hier. Die macht das doch ganz gut so. Los, komm her. Gut ist, ne? Na komm, da kommen noch welche. Jawohl, wow, den schnellen Zombie mit einem Schuss umgenietet. Also mit dem ersten. Bei dem anderen brauchst du ganz lang. Und dann mache ich den. Da. Dann gucken wir mal weiter. Hier waren welche drin. Und hier haben wir wieder nette Munition für eine nette Waffe. Und ab in den nächsten Abschnitt. Klar, hier geht's auch noch da durch. Da habe ich den ersten Schuss in den Boden gesetzt. Nur nicht in den Sandboden, sondern in den Zementboden. Lagerrampen. So. Das war Glück. Okay, schauen wir mal, ob wir den Sprung schaffen können. Das sieht nicht so aus. Au, das hat wehgetan. Aber so. So kriegen wir das hin. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Mal gucken, wo wir lang können. Oder hätte ich da schnell raufgemusst? Wahrscheinlich hätte ich da schnell raufgemusst und mich mit hochheben lassen müssen. Nun gut, das kriege ich auch hin. So. Okay, das kann ich nicht umklappen irgendwie. Das reagiert überhaupt nicht. Das ist jetzt hier oben und hilft mir das irgendwie eigentlich gar nicht, ne? Da drüben komme ich auch nicht rauf. Auch nicht.
nicht von hier. Von da komme ich dann nicht da hoch. Ich bin jetzt ein wenig überfragt. Geschossen da hinten, aber ich würde jetzt erwarten, dass das hier irgendwie umklappt. Okay, jetzt macht das Sinn, dass das hier so oben ist. Okay, das ist interessant, dass ich es damit aktivieren kann. Ich da mich genau da oben drauf balancieren vielleicht. Ja. Also nicht ja, ich kann mich da oben drauf balancieren, sondern eher ja, das ist die Lösung. Das können wir auch schon sehr gut hier hindurch kriechen. So, dann mal weiter. Eine Krähe. So, hier sind wieder Rohre, die man entlang springen muss. Und da kommen die Zombies durch die Drecksbrühe, die natürlich uns Schaden macht. Irgendwie so gut. Was? Zwei Schuss? Na halt so. War jetzt voll die Munitionsverschwendung für diese tolle Waffe. Das wäre schon explodiert. Okay, dann hier. So viel zum Thema. Ja, sie hat meinen Rücken. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass ich mittlerweile aus dem Radius von der Granate draußen bin. Aber gut, das passiert mir auch häufiger. Raketen. Raketen? Nein. Die hier. Okay. Neue Munition. Für neue Gegner. Das halte ich von denen. Und von denen erst recht. Okay, die brauche ich nicht. Da. Haha, da liegt er.
Autos hier versinken nicht. Das heißt, man kann schön nach jedem Sprung speichern. So. Und sich orientieren. Da müssen wir wohl hin. Das Auto hier ist versunken. Da hättest du auch mal schießen können, ne? So, jetzt haben wir hier wieder sowas, da will ich es nicht hin tun. Wieder so eine Stelle. Und er wird diese Räder. So. Kennt ihr eigentlich dieses Kinderspiel, wo man mit zwei Bierkästen eine Strecke entlang laufen muss? Das heißt Bierkästen, Wasserkästen oder was auch immer. Man macht genau das, was ich in diesen runden Teilen mache, mit den Kästen. Huch, das war nicht so gut. Das war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so klug, aber... aber das war so typisch ich. Dann halt so. Und hier hoch. Ja, jetzt muss ja natürlich die Waffe, die er eingesammelt hat, nehmen und tagelang nachladen. Herrlich. Da konnten wir nicht weg, weil der Zombie uns den Weg versperrt hat. Also nochmal von vorn. Würde ich sagen, wir gucken da nicht rein, sondern stattdessen machen wir so. Das war wahrscheinlich der, der uns gerade den Weg versperrt hatte. Und... so. Und hat leider trotzdem mit uns erwischt. Der hat hier im Dunkeln gewartet. Nun gut. Ja. So, ich mag die Waffe ja. Und wenn ihr die Waffe einfach so wechselt. Und ich erwarte dann was anderes in der Hand zu haben, dann ist das nicht gut. So, gucken wir mal, was hier oben ist. So, einmal hier hoch. Ah. Lebensenergie. Ja, hier ist... ich glaube, die Brücke verabschiedet sich jetzt. Ja. Ich kann das Auto sehen, aber ich weiß denn nicht, wie ich jetzt mit dem Auto hier rüberkommen soll. Ich meine, ich kann hier jetzt zwar rüber, aber das hilft mir nicht, wenn das Auto hier ist. Ich gehe schon davon aus, dass ich diese Leiter nehmen muss, um dann hier hinzukommen. Bin ich hier wirklich drüber laufen? Ja. Machen wir mal die Brücke frei.
Vielleicht dreht sie sich ja noch mal. Beziehungsweise lass uns mal die Autos auf die andere Seite bringen. So am Rand stehen und Gewicht machen. Denn vielleicht soll es einfach eine Wippe sein. Wir haben es hier schließlich mit einer Physik-Engine zu tun. Jemand von euch, was das hier für Autonummern sind? Das sieht doch schon mal gut aus. Die Brücke ist zurück zerbrochen in die andere Richtung. Ich würde sagen, wir tun das letzte Auto auch noch rüber, damit es nicht wieder umkippt. Können wir gerade mit dem Auto drüber fahren? Sicher ist sicher. Gut, dann ist das halt runtergefallen. Das Gewicht von dem Wagen ist aber nicht mehr auf der falschen Seite. Okay, das war ein wenig zu tief. Nun müssten wir hier in das Auto steigen und dann drüber springen können. Und dann haben wir es natürlich sofort geschafft. Und wir kriegen ihn nicht wieder zurück, scheinbar. So, mal gucken. Zurück auf die Brücke. Soviel zu dem Thema. So, als bräuchte ich den Turbo gar nicht. Nee, den Turbo war gar nicht nötig. So, der Wagen ist jetzt auf unserer Seite. Das muss der Vortigaunt machen. Kommt die runter? Ich bin da. So. So, hier da. Einmal bitte Strom. Oh my god. Look at this car. Cool, oder? We scored. Hab ich ganz alleine rübergesprungen. Shotgun. Oh. Unless you want it. I fear a more urgent errand demands our attention. There are advisors yet unhatched. We'll keep on the lookout. This road will take you near White Forest, but be wary that others may use it as well. Und dann müssen wir uns von den anderen entfernen. How grateful I am. Our bonds are of nature and require no gratitude. Er ist nicht rot geworden, er hat nur den Kopf geschüttelt. Okay, sie hat Shotgun gesagt und das heißt so viel wie, sie sitzt vorne. Das haben sie mit hierher übersetzt, aber Riding Shotgun heißt im Englischen quasi hier vorne auf dem Beifahrersitz zu sitzen und nicht hinten. Und das war das, was sie eigentlich meinte.
Riding Shotgun, wie gesagt. So. Und erstmal hier Vollgas. Am Schützen. Sieht so aus. Dann schauen wir mal, wo wir die Touren können. Wir hier abbiegen. So, im Wald und so. So. Nein, da sind zu viele Bäume im Weg. Ja, wenn du dich von mir rumschießen lassen willst, gerne. So, dann müssen wir wohl in die andere Richtung. Durch Alex hindurch. Hier runter. Das ist bestimmt nicht der Weg nach White Forest. Das ist nämlich genau die Gegenrichtung. Dann würde ich sagen, fahren wir mal zu dem Radio Tower. Oder versuchen es zumindest. So. Nobody's home. Wonder how long it's been deserted. They must have a transmitter in one of these buildings. Das erste Gebäude. Immer ins Bad gucken, da ist nämlich Munition und so. Das sieht doch nach einem Transmitter aus, Alex. Okay. Dann schauen wir mal. Ein Transmitter, aber keine Energie. Nun gut. Wäre ja nicht das erste Mal, dass wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Das war die falsche Taste. Das war die Taste für die Konsole, mit der ich ja die Closed Captions auf Deutsch geschaltet habe, während das Spiel weiter auf Englisch läuft. Eindeutig. Auch reingehen. So, das hier ist tatsächlich noch. Kann ich hier was machen? Nee. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass jetzt hier. Ah, hier geht's rein. Ich gehe davon aus, dass wir hier noch einen Helikopter oder sowas auf den Hals gehetzt kriegen, wenn wir jetzt den Strom angeschaltet haben. Okay, also wir haben hier. Das reicht nicht aus. So, das mal dahin. Hier kommt ja der Strom eindeutig her. Und stecken es da rein. Jetzt haben wir den Strom schon mal hier. Und um wieder hochzukommen, stecken wir das Kabel hier rein. Und das da. Das war nämlich etwas länger. Und zurück nach oben mit uns. Gordon, hide. Ja, wo denn? Ja, was machen wir denn jetzt? Here it comes.
Okay. Wenn ich mir was ausprobieren kann, ich schießen Explosivgeschosse. Okay. Ich würde gerne eins von denen. Na egal. Ich weiß, dass es dafür ein Achievement gibt, wenn man einen Hunter mit seinem eigenen Geschoss tötet. Hunter sind also auch besiegbar, wie man sieht. Huch. Da hat die Maus mal wieder ihre Eigenschaft ausgeübt, sich einfach mal ganz schnell zu drehen. Rein hier, würde ich sagen. Au. Schick schon die Nachricht. Oh, die Musik hört auf. Das heißt, wir haben es geschafft. Gute Idee. So, aber Alex, bevor wir die Warnung aussenden, verabschieden wir uns von den Zuschauern, denn die halbe Stunde ist schon wieder um. Wir machen nächste Woche weiter, beziehungsweise die sehen uns nächste Woche, wir machen jetzt gleich weiter und sagen für heute Ciao Miau. Alex, kannst du Ciao Miau sagen? Scheinbar nicht. Na gut, dann sage ich es für sie auch. Ciao Miau.